Und da sind wir wieder bei Vegas 12 mit mir, Sefi und Jutes. Hi. Und wir waren hier stehen geblieben. Ich habe keine Ahnung, was wir hier wollten. Ich bin nur durch die Gegend gejumpt. Vielleicht gibt es da jemanden zum Fighten. Vielleicht hier. Muss man nicht in das Haus durch? Ja, hier und das doch. Aber wie du sagtest, ich will mich erstmal umgucken, ob hier was zu fighten gibt. Was geht ab, mein Team? Oh, Amphi ist ein bisschen geschwächt. Entschuldigung. Naja, Amphi wird überleben. Alter, red mit mir! Daher kriegen wir eine Krypto-Vorsitzende, wo ich besiegt worden. Oh, wir kriegen auch einen Vorstand. Oh, hier ist ein Item. Oh! Hypertrank. Nice one. Ich kann dir genau vorlesen, was da oben steht. Und? Hotel. Jetzt gedacht. Eigentlich steht da Hotero. Sie sind spät dran. Sie hätten schon längst damit hier sein sollen. Ist die lila Grütze da in Ordnung? Ha, komisch. Kaputt ist sie anscheinend nicht. Nein, diese Wellen, die da rauskommen, sehen nur sehr bedrohlich aus. Mein Auto. Oh. Das ist der Schafe. Und das tut mir leid. Oh, jetzt sind wir hier speichern. Achso, sag ich schon wieder? Ja. Meine Damen und Herren, verehrte Zuschauer, herzlich willkommen beim Orkus-Kanal. Madame Venus, bitte. Hallo Orkus, ich, Venus, euer aller Venus, grüße euch herzlich. Ich habe schlechte Neuigkeiten. Die Spione, von denen ich vor kurzem berichtet habe, sind anscheinend immer noch auf freiem Fuß. Oh nein. Bitte meldet euch sofort, wenn ihr sie entdeckt. Herzlichen Dank, meine Damen und Herren, werte Zuschauer, das war Madame Venus und wir verabschieden uns bis zum nächsten Mal. Schade, dass das keiner sieht. Ja. Yeah. Alter, was ist mit diesem Pokéball da oben nicht in Ordnung? So ist Elektroball auch so entstanden. Ich weiß nicht. Verdammt nochmal. Ich werde dich fertig mit putzen. Aber habe ich doch noch eine wichtige Lieferung zu machen. Ah, ihr seid doch bestimmt Spargel und Zwiebel, oder? Na du, woher weißt du das? Man sieht es euch doch an und es erleichtert einiges. Bitte, bring dieses Ersatzteil zu Byte. Er braucht es ganz dringend. Spargel hält Ersatzteil. Aber... Lasst euch alles erklären, wenn ihr dort seid. Sagt Byte einfach nur, das Teil kommt von Junk. Das Haus von Byte erkennt ihr an der großen Satellitenschüssel. Es ist wirklich nicht zu verfehlen. Sehr unauffällig. Ja, stimmt. Scheinbar juckt es auch keiner, dass er da rumlatscht. Scheinbar merkt auch keiner. Venus, bitte melden. Wie ist der momentane Status? Wie es scheint, haben wir ein paar neugierige Mäuschen. Aber macht dir keine Sorgen. Unsere dunklen Kätzchen werden sie bald erwischen. Und dann geht es ihnen an den Kragen. Ich verstehe. Nun gut, aber das Verteilen von Krypto-Pokémon hat oberste Priorität. Verstanden? Und Sie, Professor Kulpa, sorgen dafür, dass unser ganz spezielles Krypto-Pokémon rechtzeitig fertig wird. Okay. Betrachten Sie diese Angelegenheit als erledigt. Du willst doch keinen Dialog führen, oder? Zumindest kein Trialog. Gut. Die Kampfdaten, die wir von den Krypto-Pokémon unseren freiwilligen Testpersonen gesammelt haben, sind mehr als ausreichend. Ein Meisterwerk, das stärkste Krypto-Pokémon in der Geschichte der Menschheit, wird rechtzeitig bereit sein. So sei es. Ich erwarte dann Ihre Benachrichtigung. Das ist dann alles. Also dann, ich werde ins Labor zurückkehren und mein Meisterwerk den letzten Schliff verleihen. Stört mich nicht. Bye! Wir gehen zurück ins Labor. Hi! Du gehst da lang, ich geh da lang. Wir treffen uns hier. Ist gut gelaufen. Ich habe keinen Fremden gefunden. Gut. Das Einzige, was ich immer so... Ich bin frei. ...spielen immer ein bisschen doof finde, ist,
dass es ja eigentlich nicht mitbekommen sollte. Ja. Weiß ich nicht, ich finde das manchmal so... Das ist so der Unterschied zwischen Spielerwissen, Charakterwissen, ne? Ja, weiß ich nicht, das ist immer... Nee. Ha, ich bin frei. Ich bin frei! Endlich frei! Oh, ist das schön. Sie kommt da nicht weg. Wenn ich jetzt hier hingehe, dann kommt sie noch nicht wieder weg. Hi. Das Ersatzteil von Junk? Klasse, darauf habe ich gewartet. Was? Ihr seid Spargel und Zwiebel? Hey, das ist ja toll. Kommt doch rein. Also tschüss, Zwiebel. Ich gehe dann. Gio, bald. Ihr werdet nicht glauben, wer uns besuchen kommt. Wer ist es denn? Fall aber nicht vor Schreck um, wenn du es hörst. Es sind Spargel und Zwiebel. Der Spargel, die Zwiebel. Das stimmt sogar grammatisch. Wir hätten das mal der Zwiebel und die Spargel machen sollen. Ja. Achso, nein, ey, du lügst doch. Ich hab vergessen, dass ich Shio bin. Wer ist das denn jetzt schon wieder? Keine Ahnung, das ist bald. Wer ist bald? Was ist das wahr? Was? What? Ist das wahr? Spargel, hier? Hallo. Hey, siehst du doch. Hi. Ich bin bald. Von Lenny aus Pyritus habe ich schon alles gehört. Du meinst Lenny wie Kate? Genau. Spargel gibt bald, das ist das Zeichen. Ah, das ist von Junk, oder? Mit diesem Ersatzteil können wir unser Netzwerk neu starten. Was ist das für ein Netzwerk? Das ist das Trump-Netzwerk. Ihr müsst wissen, seit einiger Zeit können wir uns nicht mehr in das Netzwerk anloggen. Was ist das für ein Netzwerk? Wahrscheinlich sendet Venus irgendwelche Störsignale. Was ist das für ein Netzwerk? Alles gut. Aber mit dem Ersatzteil, das uns gebracht ist, können wir die Leistung der Maschine erhöhen. Was ist das für ein Netzwerk? Was ist das für eine dumme Frage? Sobald wir wieder im Netz sind, werden wir weitere Informationen von PC von Team Krypto beschaffen. Junge, also ich weiß eigentlich, bist du hier der PC-Spezialist? Ja. Aber so funktioniert ein Netzwerk nicht. Du kannst dich nicht plötzlich in ein Netzwerk einloggen, nur weil die Leistung deiner Maschine plötzlich besser ist. Es wäre vielleicht möglich, wenn du mit der Antenne da oben, die ja diese komischen Signale aussendet, sich einloggen will. Und du einfach nicht ankommst, weil das Signal nicht stark genug ist. Aber dann sagst du nicht, wenn wir die Leistung der Maschine erhöhen, und wenn wir die Leistung der Antenne erhöhen. Alles wird gut. Spargel, warte, Spargel, ich bin das Mädchen. Spargel, warte! Was? Nimm das Knilz mit. Gerne. Verrätst uns Nummer deines PDA, dann können wir dich sofort erreichen, wenn wir etwas Wichtiges erfahren. Ich tausche dir gegen dein Knilz. Spargel gibt Chio die Nummer seines PDAs. Mist! Danke, wir werden uns alle anstrengen und ganz viele Infos sammeln. Ja, ja, ihr mich auch. Yeah, wie ihn auch. Der Spion! Hier ist der Spion! Was? Wo? Wo bin ich? Leute? Ich glaube, das ist das Trio auf dem Platz. Achso, nein. Loslassen! Lasst mich los! Hat immer noch keinen Namen. Widerstand ist zwecklos. Sei still und ergib dich gefälligst. Aber ich könnte jetzt wegrennen. Warum bleibe ich hier stehen? So, jetzt wartest du schön hier. Aber ich könnte euch hinterherlaufen. Du bist einfach nur gut. Naja, wenigstens waren sie so schlau, irgendwie die Hände zu knebeln, damit er nicht über den Zaun klettert. Hey, psst! 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 Ah, jetzt siehst du mich plötzlich! Ah, Spargel, ich bin Slam! Du weißt doch noch, Slam! Der Freund von Grant! Slam! Ich habe herausgefunden, dass die Gangster von hier aus Krypto-Pokémon nach Pyritus schmuggeln. Dann bin ich hierher gekommen und dann... Naja. Aber dafür habe ich den Wachen das hier abnehmen können. Hier, nimm es ruhig. Erhält Erddisk. Ich glaube, das hier ist in Orkus ein richtig wichtiges Item. Ist auch richtig wichtig. Und deswegen konntest du ihn so leicht abluchsen? Ja. Ihr seid ihr Touristen. Hier gibt's nichts zu sehen. Los, verschwindet. Moment mal, ihr seid doch nicht aus dieser Stadt, oder? Ihr seid gekommen, um euren Spießgesellen zu befreien. Spießgesellen? Krypto-Knecht, Golga möchte kämpfen. Eigentlich ist es eine Herausforderung. Golga! Oh, ein Lavian! Opa!
Wenn der Amphoros sagt, immer so witzig mit dem Töpfchen. Oh mein Gott, da ist ein Krypto-Pokémon. Wow, Ledian. Es ist schon weiterentwickelt. Wow, das macht's nicht besser. Ich beiß es mal ganz vorsichtig. Okay, ich hätte ruhig ein bisschen halt dazu weiter. Nicht schon wieder! Was hab ich getan? Töte lieber erst das Wolvied. Warum? Ach, bin ich. Ach, wie schön, dass ich hier sitze. Ich weiß ganz genau, wer mit mir keine Einheit ist. Paralysiere erstmal das Lady an. Jetzt setzt es auch noch Bodyguard ein. Ach Leute, es ist schön hier. Naja, dann beißt ein paar Garte sich ja wenigstens durch. So lange, dass sie nicht ins Gras beißt. Dafür wird es irgendwie. Wäre schon ziemlich scheiße, wenn das jetzt Wasserpokémon ins Gras beißt. Krypto-Schlag! Huia! Und irgendwie einfach so, also, oh! Tödlicher Treffer! Ha, Static! Ha, Donnerblitz! Ha, Treffer! Ich glaube, Amphoros hat sich einen Hypertrank verdient. Ich glaube, ich werfe einen Nestball. Was? Einen Nestball. Ich will mal brauchen. Ich weiß gar nicht, warum ich einen Nestball sagen will. Ich auch nicht. Na gut, Netz. Nest. Ja, mein Gott. Es ist jetzt nicht so, als würdest du den Nestball als. Keine Ahnung. Dieser Ball funktioniert nur sonntags um 9 Uhr. Deswegen nehmen wir ihn den Brunchball. Heute schon Brunch. Hast du es gefangen? Ja. Muss ich dir direkt unbedingt mal zeigen. Also jede Menge Spaß. Das schon nicht gekannt. Ja. Ich kann das bis gestern auch nicht. Ja. Ja, ich habe es vorhin nicht getroffen. Amphoros ist nicht mehr verwirrt. Amphoros setzt Sonderblitz ein und es trifft wieder. Bitch! Ach komm, Amphi, du hättest dir doch echt mal ein Level-Up verdient. Nicht gut noch. Ich meine, ich freue mich, dass ich noch nicht. Nein! Ich wünsche, dass wir so ein 6. Generation EP-Teil haben. Dann noch die Pokémon-Monami-Funktion gewinnt. Unschlagbar. Der Spion ist aber stärker als der andere. Und das passiert. Hi. Hier bist du. So, wart euch nicht zu früh. Nächste Gegner bin ich. Kryptoknecht Garza. Mit einem Ariados. Und einem Duftel. Das ist ja jetzt nicht Blizzard, ne? Ja, aber das trifft ja auch das Ariados. Ach so, das nicht Krypto ist. Oh ja! Oh, jetzt habe ich es einfach eingesetzt. Upsi! Was macht noch mit Scheiße? Man kann das nicht.
und Scheibe gucken. Au! Au! Nachtnebel! Tschüss, Impfi. Tschüss, Ampi. Noch Ampi. Bob. Mein Zielstrahl in deine Fresse. Jetzt! So, tschüss, Duplo. Ich hab grad Duplo verstanden. Jetzt ist ein Duplo. Duplo, du längst du mit der Welt. Hashtag mit Sponsor. So, Mariados. Level up für Info. Fang ich auch schon so an, das zu nennen. Das ist doch ein schöner Name. Oder? Ich glaube, wir müssen mal zum Spitznamenbewerter gehen, den Namen ändern. Ich würde Blizzard einsetzen, das wäre effektiver gewesen als Biss. Ja. Aber hey, bei dem Maul, das ein Pagato hat, müsste Biss eigentlich seine effektivste Attacke sein. Stimmt. Es kann Schockwelle. Das hat mich jetzt eiskalt erwischt. Tja, hättest du mal das Inuise eiskalt erwischt. Ach, noch nee, hier. Pusteblume. Du hast schon lange keine Pimette gekriegt. Ich zweifle zwar, ob man gegen dieses Inuise Pimette kriegen kann, aber... So. Beide verlieren. War ich jetzt Gata? Wird sie noch gepasst? Ja, du warst Gata. Okay, diesen Typen sind wir offenbar nicht gewachsen. Okay, das war ja eine lange Synchron. Die Tür ist abgeschlossen. Und oh nein, jetzt muss er da drin bleiben. Oh. Ich möchte die Faule. Stehen die drei dann nur zum Spaß? Mhm. Achso. Wir von wegen, oh, da ist was passiert, geh mal da. Achso. Und hey! Ja? Wenn alles läuft, wie ich mir das vorstelle, dass du dich gleich mit Zwiebeln rumschlagen. Irgendwelche Wünsche? Warum tust du mir das an? Sei nicht überziehe jetzt knallhart. Mir ist es egal. Mir auch. Ich muss ja nicht gegen Silikon kämpfen. Ich glaube auch noch was. Ja, da ist der Mann, der ich auch was gegeben. Ja, aber erstmal, wenn du seine Zähne aus dem Untergrund wieder rausgepfischt hast. Mit wem willst du denn gleich starten? Ampi und Impi sind draußen, ne? Mhm. Lass mal die beiden. Okay. Achtung, wir gehen auf Sendung! Sonderbonbons. Und ein Haufen nichts. Hallo, ich renne vor die Kamera. Hallo, schöne Frau, haben Sie heute Zeit? Ich bin hier, um die Aufnahme zu sabotieren, damit sie nicht mehr seriös wirken und sie keiner mehr ernst nimmt. Und in dem Sinne verabschieden wir heute. Das war die heutige Aufgabe von Vigasys Pokémon Kolosseum. Ich hoffe, ihr schaltet übermorgen wieder ein. Bis zum nächsten Mal und bis dahin. Ciao!